Vision und Tradition. Unter diesem Motto steht die Ausstellung hier im Deutschen Theatermuseum, die die Geschichte der 200 Jahre Bühnenbilder im Nationaltheater abbildet. Das Kernstück der Ausstellung bezieht sich auf insgesamt 5 wichtige Stücke, Opernwerke, die zu den Säulen des Repertoires des Münchner Nationaltheaters gehören. Und dazu haben wir jeweils ein komplettes Konvolut an Originalzeichnungen ausgestellt, angefangen mit Zeichnungen von Simon Qualio aus dem Eröffnungsjahr 1818 zur Zauberflöte. Am 12. Oktober 1818 wird das neu erbaute Königliche Bayerische Hof- und Nationaltheater, welches Jahre zuvor von König Maximilian I. nach den Plänen von Karl von Fischer in Auftrag gegeben wurde, feierlich eröffnet. Nahezu 150 Entwürfe von Bühnenbildern sollen einen Eindruck über die wechselvolle Geschichte der Theaterbilder vermitteln. Wir haben in diesem Saal, wo wir jetzt hier stehen, einen szenografischen Bogen gespannt von 1818 bis 2018. Wir zeigen auch in Originalzeichnungen von Georg Baselitz zum Parsival. Und wir möchten insgesamt einfach darstellen, wie sich die Bühnenbildgeschichte verändert hat und welchen Zugriff andere Generationen jeweils gefunden haben und welche malerische Ästhetik sie entfaltet haben in ihren Entwürfen. In einer szenografisch-geschichtlichen Ausstellung zeigt das Deutsche Theatermuseum die bedeutsamsten originalen Bühnenbildentwürfe von 1818 bis 2018 aus einer Grafiksammlung und Privatbesitz. Man kann manche Veränderung auch wahrnehmen, die ganz klar von der bildenden Kunst ausgegangen ist. Also wir haben einen Leo Passetti, der sehr expressionistisch gemalt hat. Oder man sieht die ersten Formen von Abstraktion bei einem Helmut Jürgens beispielsweise. Und wir sehen im 19. Jahrhundert zuerst bei dem Entwurf Königin der Nacht 1818 die romantische Malerei, die sich da abprägt. Oder wir sehen die historistische Bühne des 19. Jahrhunderts bei einem Angelo II. Am Ende der Ausstellung, die am 13. und 14. Oktober stattfindet, steht der Wandel des Theaters im 21. Jahrhundert mit einer ganz eigenen Darbietung eines Spiegelsaals, in dem man sich verlieren kann.